So, guten Morgen, Kinder, RDLP hier und weiter geht's. Ich bin richtig heiß auf das Spiel. So, das haben wir ja schon. Genau, ich muss zur Post, das wissen wir alle noch. Ja, ich ziehe jetzt mal ein bisschen schneller durch, weil die Parts ziehen sich doch ein bisschen hin, aber ganz im Ernst, ich bin ja, ach genau, Karte. Ah, scheiße, stimmt, wenn ich jetzt... Ah, das ist blöd, das ist blöd. Wir gehen erstmal zum Dorfeingang, bis 16 Uhr, ne? Oh, nein, das schaffe ich ja nie mehr. Oh Mann, wo war denn die Post? Verdammte Scheiße. Oh, so viel zum Thema. Ich ziehe das Spiel jetzt schneller durch. Marktstraße, hier war das. Nee, hier waren wir. Hier sind wir falsch immer. Merkst du selber, ne? Kirchplatz. Ja, ich muss. Also die Post ist wahrscheinlich am Rathausplatz irgendwie. Ja, mit dem Pfarrer muss ich jetzt nicht unbedingt reden. Ja, die Dorfbewohner können mich auch mal alle. Hugo chillt schon wieder im Café. Das ist ein Hugo, ey. So. So, ist hier irgendwo die Post? Nee. Mann, wo ist denn die Post? Post, hier. Nee, doch. Klar ist hier die Post. Das zeigt also an, wo ich bin. Okay. Aber dann bin ich doch richtig, oder nicht? Hä? Hier ist doch die Post. Na, geht doch. Wieso zeigt er mir das denn nicht an? Zwischensequenz. Hey, Flora, was machst du hier? Ich dachte, du wärst beschäftigt. Bin ich. Aber ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Aha. Weißt du, ohne dieses Praktikum, das mir mein Vater besorgt hat, wäre ich hier geblieben. Der Zauber von Paris. Wenn du kein Praktikum in Frankreich angenommen hättest, wären wir uns nie begegnet. Du lässt uns nicht im Stich. Vor kurzem waren wir uns noch völlig fremd. Ja, wir sind uns jetzt immer noch völlig fremd. Ich bin halt sehr anhänglich. Deshalb bin ich gekommen. Ich nicht. Ich will dir persönlich auf Wiedersehen sagen und dir das hier geben. Mein Scheck? Was ist das? Ein Pfund. Oh, nee. Ich möchte, dass du uns nicht vergisst. Oh, jetzt habe ich was. Jetzt brauche ich wenigstens kein Klopapier mehr kaufen. Da kann ich das Foto für benutzen. Oh Mann. Komm, ich nehme dich mit. Verabschiede dich, sonst verpassen wir den Zug. Ich komme. Ah. Naja, Tagebucheintrag. Komm. Komm, gib's dir. Der große Tag. Heute beginnt meine Karriere als Tierärztin. Ja, dank mir. Ne? Ich habe die Entscheidung getroffen. Veterinärassistentin. Auf diesen Augenblick habe ich schon lange gewartet. Das war's? Vorhin schreibst du noch Roman und jetzt sowas. Für eine Veterinärassistentin sind Sie sehr jung. Ich hoffe, Sie fallen beim Anblick von Blut nicht in Ohnmacht. Was ist denn eine Veterinärassistentin? Das macht mir nichts aus. Falle beim kleinsten Tropfen um. Hä? Emma ist hart im Nehmen, also Blut. Das macht dir gar nichts auf, also aus. Also jeden Abend gibt's Blutwurst zum Frühstück oder so ähnlich. Also das ist gar kein Problem. Ich weiß, wie man ein Vorstellungsgespräch führt. Du darfst dir auf keinen Fall Schwächen zugeben. Ja? Du bist der perfekte Kandidat. Leiden Sie, wenn Tiere Schmerzen haben? Ich habe sehr schnell Mitleid. Ja, das ist halt Teil des Jobs, ne? Also ich habe schon Mitleid. Aber beim Job darfst du dir halt kein Mitleid erlauben. Ja, tut mir leid, also ich antworte jetzt mal wirklich, ja, wie ich wirklich antworten würde. Und beim Job musst du halt deine Gefühle zu Hause lassen, das ist größtenteils. Nein, es gefällt mir nicht, aber ich kann es ertragen. Genau. Du wärst doch im falschen Beruf, wenn du da jedes Mal an zu flennen beginnen würdest. Also, haben Sie schon einmal ein Tier geschlagen? Geschlagen? Warum sollte ich? Was? Nein, natürlich nicht. Was für eine Frage, Alter. Was ist das denn für ein Arzt, ey? Und wenn ich ein Tier schlage, um es zu erziehen?
wenn es erforderlich ist. Ja, gut. Gibt's da nicht bessere Sachen? Also schlagen finde ich jetzt nicht so gut. Ich kenne mich da halt nicht aus, ob das irgendwie mal erforderlich ist, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass du dein Tier wirklich schlagen musst. Nö, das würde mir nicht gefallen. Das wird mir sicher nicht gefallen. Habe ich es jetzt verkackt? Ich nehme an, dass Sie ein totes Tier abstoßend finden. Ein bisschen. Ja, nein, das ist zwar schade, aber ich muss mich dran gewöhnen. Naja, das Tod gehört auch dazu. Also, ist es nicht schön, aber... Tja. Ist halt so dann. Ja. Das gehört zum Job. Das ist wie bei einer Krankenschwester. Also, dass du da mal das Essen vorbeibringst und der liegt da tot. Also, pah. Nein, das ist zwar schade, aber ich muss mich daran gewöhnen. Absolut, Emma. Können Sie gehorchen, ohne Fragen zu stellen? Ja, was willst denn du hier? Der Typ kommt mir sehr komisch vor. Gehorchen, ohne Fragen zu stellen. Ich bin ja jetzt nicht bei der Armee, ne? Ja gut, ich bin noch in der Ausbildung. Ja, kann ich. Gut. Ja. Können Sie Kaffee kochen? ich kann wirklich keinen Kaffee kochen, also auch in echt nicht. Also, wenn du einen Tee willst, Homie, ich mach dir gerne einen mit, aber so. Nein, ich trinke keinen. Ja. Ich trinke nur Bier auf der Arbeit. Sie haben doch nichts gegen Überstunden. Eigentlich schon, ich brauche... In Notfällen überhaupt nicht. Also auch bei Macis habe ich immer Überstunden gemacht. Das juckt mich auch nicht. Wenn du bei der Arbeit da bist, dann kann ich auch gerne mal eine Stunde länger machen. Das ist mir scheißegal, ja. Also die Leute, die da rumheulen, ich muss 5 Minuten länger. Das ist doch peinlich. Ist mir egal nicht. In Notfällen überhaupt nicht. Sowieso, bei Bewerbungsgesprächen sagt besser, dass ihr bereit seid, wohl mal Überstunden zu machen. Und also ihr sollt euch nicht ausnutzen lassen, aber... Naja, meine lieben Zuschauer, nicht ausnutzen lassen, aber man muss auch nicht total asozial sein. Ist der Kunde für Sie König? Es gibt Grenzen. Ja. Im Prinzip ja, man muss diplomatisch sein, das ist alles. Ja, ich finde, man muss... Also, es gibt natürlich Grenzen, das ist halt so ein Mischmasch, diese beiden Antworten. Man sollte den ja jetzt vielleicht nicht zusammenscheißen, sondern diplomatisch bleiben. Im Prinzip ja, man muss diplomatisch sein. Das ist alles. Ganz genau. Du bist auf der Arbeit, nicht beim Rap-Battle. Wenn ich meine Alter, wie lange geht das denn noch? Wie gerade geschehen, wegen Unfähigkeit entlasse, würden Sie sich dann um meine Termine kümmern und Anrufe entgegennehmen? Wenn du mir mehr bezahlst, also... wenn ich meine Sekretärin, wie gerade geschehen, wegen Unfähigkeit entlasse, würden Sie dann... Termine kümmern, Anrufe entgegennehmen. Das ist nicht meine Aufgabe. Also. Das ist nicht meine Aufgabe. Ja, also wirklich, was erwartet ihr? Also da muss man auch ganz klar kommunizieren. Nun also, Sie scheinen geeignet zu sein. Ja. Etwas gut. Muss ich jedoch noch erwähnen. Sauber, ich hab bestanden. Ich lasse nicht jeden an die Mistviecher meiner Alzheimer-geplagten Kunden heran. Diese alten Wracks hetzen mir die Polizei auf den Hals, wenn ihre verwöhnten Zwergpinscher nur Pieps machen. Kurz, es wird einige Zeit vergehen, bevor sie das erste Tier verwenden. Alter, was ist das denn für ein Arzt? Bis dahin werden sie sich um das Aussehen der kleinen Lieblinge kümmern. Die Mistviecher meiner Alzheimer-geplagten Kunden. Alter, mit dem habe ich richtig Bock zusammenzuarbeiten. Ist das hier ein Schönheitssalon für Tiere? Kommen Sie, stellen Sie sich nicht dumm. Das alles ist natürlich nicht offiziell, aber um mich von der Konkurrenz abzusetzen, biete ich meinen Kunden eine kostenlose Schönheitspflege. Das ist der richtige Job für Sie. Sie können sich für den Anfang um den Pudel unserer begüterten Kundschaft kümmern. Ist das nicht toll? Was ein Arsch. Sie scherzen wohl. Klingt doch nach einem Traumjob. Nein, gar nicht, Fräulein. Aber, wenn Sie sich dabei bewähren, werden Sie ruckzuck meine Assistentin. Lassen Sie uns mit dem Gespräch fortfahren. Okay.
Pass auf, lass dich nicht reinlegen. Dieser Typ ist ein Betrüger. Du darfst auf keinen Fall unter diesen Bedingungen für ihn arbeiten. Es gibt nur einen Ausweg. Du musst deine Fragen falsch beantworten. Los, dein Auftritt. Ja, aber ich will den Job. Sonst muss ich wieder zurück an die Ranch. Das weiß ich jetzt schon. Dieser Typ ist ein Betrüger. Du hast auf keinen Fall... Na, wieso nicht? Dann wasche ich halt erstmal ein paar Pudel und werde dann später seine Assistentin. Nein, das ist voll der Assi, Alter. Ja. Einer meiner Kunden kommt zu früh und ich bin noch nicht in der Praxis. Was tun Sie? Also darf ich jetzt asozial antworten? Es ist ja eigentlich meine Entscheidung, ob ich da anfangen will. Ja gut, weiß ich nicht. Ja, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Also, ich will einfach mal wissen, was passiert. Keine Ahnung, was soll das hier eigentlich? Dann steh doch einfach auf und sag, nee, Tschüssikowski, ich will das nicht. Ich biete ihm einen Kaffee an, ja klar. Ich biete ihm einen Kaffee an. So. Man bietet ihnen ein Trinkgeld an. Was tun sie? Ich nehme es an, ich kann es gebrauchen, das Leben in Paris. Ich lehne höflich ab. Ich bin so scheiße. Schönheitspflege sei gratis. Ich will für den arbeiten. Man wünscht eine Schönheitspflege und das Shampoo ist alle. Wie ziehen Sie sich aus der Affäre? Ich nehme das Spülmittel. Also, ich antworte jetzt mal wirklich ehrlich. Improvisation. Ich wasche ohne Shampoo. Ja, ist echt so. Der Kunde merkt den Unterschied eh nicht. Genau. Ein Kunde wirft Ihnen vor, sein Tier schlecht behandelt zu haben. Wie reagieren Sie? Ich entschuldige mich und verweise ihn an Sie. Unmöglich, ich beherrsche meinen Handweg. Ich entschuldige mich nicht. Ich behandle hier nichts schlecht. Unmöglich, ich beherrsche meinen Handweg. Ganz genau, Emma. Sie werden gefragt, warum wir teurer sind als die Konkurrenz. Was antworten Sie? Wir sind besser, ja. Ich bestimme die Preise nicht. Wir haben einen Rabatt. Ja, bei Macis wurde ich auch oft gefragt an der Kasse, warum das so teuer ist. Da habe ich immer gesagt, ich mache die Preise ja nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ich bestimme die Preise nicht. Ganz genau, du bist nur Angestellte. Die Sekretärin ist nicht da und das Telefon klingelt. Was nun? Ich gehe nicht dran, das ist nicht meine Aufgabe. Ich hebe ab und... ich gehe nicht ran. Ich gehe nicht dran. Das ist nicht meine Aufgabe. Ganz genau. Nicht deine Aufgabe, Emma. Ein Kunde will seinen gesunden Hund einschläfern lassen. Was tun Sie? Das ist gegen Ethik. Ich beschimpfe ihn als Mörder. Ja, geh woanders hin. Ich mach das nicht. Ich bin nicht für alles zuständig. Ein Kunde bittet Sie um einen falschen Impfschein, nachdem sein Tier einen Menschen gebissen hat. Gegen angemessene Bezahlung. Ja, wir lassen uns schön bestechen. Ich lehne kategorisch ab. Also. Ich lehne kategorisch ab. Das ist klar. Ich muss Sie auffordern zu gehen, Mademoiselle. Und es war wirklich Ihr Vater, der Sie mir empfohlen hat? Er wird von mir hören. Ich hasse es, Zeit zu vergeuden. Okay, du konntest antworten, wie du willst. Ja, also. Der ist sowieso angepisst am Ende. Was halten Sie davon, wenn ich mal mit Ihren Patienten im Wartezimmer spreche und Ihnen sage, was Sie von Ihren sogenannten Mistviechern halten? Ich glaube, wir belassen es dabei. Verschwinden Sie. Das ist in der Tat besser für Sie. Ja, gut. Ich habe das zwar jetzt alles richtig beantwortet, aber okay. Die wollten, dass ich auf die Ranch komme. Wer hier ist? Emma, du bist wieder da. Ich kann es nicht glauben. Du bist es wirklich. Jetzt kommst du wieder angekrochen. Hey, hört ihr? Emma ist wieder da. Oh Mann. Ja, das hast du verdient. Ja, ich bin wieder zurück. Und du hast alle Welt aufgeweckt. Oh Mann. Emma, merkst du eigentlich nicht, dass der verliebt in dich ist? So. Ich muss zu Flora. Ich muss wissen, was sie von mir erwartet. Das war so klar. Ich wusste es. Selbst wenn ich die Fragen richtig beantworte. Ja, ich habe ja wirklich jetzt nett geantwortet, ne? Also, gut geantwortet. Bei dem Gespräch. Und er hat trotzdem asozial geantwortet. Also mich rausgeschmissen. Das ist einfach nur lächerlich, ja. Das ist dann alles vorgetextet und ja. Ist halt eine Illusion der Entscheidung dann quasi. Finde ich nicht gut. So. Du stehst ja einfach mal in der Gegend rum, alles klar. Emma,
Du glaubst nicht, wie froh ich bin, dass du wieder bei uns bist. Und so schnell. Ich bin nicht froh. Also gut, machen wir Nägel mit Köpfen. Du kannst gleich heute anfangen. Ich will aber nicht. Deine Arbeit wird natürlich entlohnt. Allerdings nicht sehr üppig. Wie du weißt, ist die finanzielle Lage des Gestüts angespannt. Wir müssen uns also mächtig ins Zeug legen. Ich habe in dein Notizbuch ein paar Tätigkeiten eingetragen, die uns dabei helfen können. Und vergiss nicht, dass du für das Fohlen verantwortlich bist. Siehst du, ein Haufen Verantwortung. Bei dem Arzt, da hätten wir schon Pudel waschen können und das wär's gewesen. Ja, vergiss nicht, dir dein Notizbuch noch Bände an. Ich streng mich hier überhaupt nicht an. So. Ja, dankeschön. Ja, ist doch eh klar, dass ich hier einen Haufen Scheiße machen muss. Ja. God damn it. Oh Mann. Achso, das sind Nebenaufgaben. Aha. Das Spiel geht anders aus, wenn du 80% davon abschließt. Ja, ist mir egal. Kaufen wir jetzt dein erstes Pferd? Oh, geil. Geil. Shopping. Das ist das Zuchtzentrum. Hier kannst du Pferde kaufen oder verkaufen oder ein eigenes Fohlen zur Welt bringen. Dazu musst du auf den entsprechenden Button klicken. Okay. Internet Export. Möglichst ist dir auf deinem Lab. Aha. Kann jetzt ein Fohlen kaufen. Name. Hat keinen Namen oder was? So, ein weibliches Pferd. Das geht ja gar nicht. Ne, Quatsch. 7 Jahre. Pinto, Alpalosso. Moral ist hoch, oh. So. Ja, wir kaufen uns das Beste. Das ist ja ganz klar. Muskulatur. Ja, so ein Pumperpferd, ne? Ja. Das hat keine Ausdauer. Das Ausdauer ist mir schon wichtig. So. Ja, das ist doch ein gutes Pferd, so. Und ich kann es mir sogar leisten. Ich hab's ja, ne? Ich hätte tatsächlich gern ein weibliches Pferd. Männlich. Weiblich. Wie viele gibt's denn? Bam, 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 badam, bam, badam, bam, aham. Beweglichkeit. Hm. Ja, die weiblichen Pferde haben alle keine Ausdauer. Das ist natürlich tragisch jetzt. Mir gefällt das hier eigentlich am besten. Nehmen wir das. Oder sind die anderen günstiger? Ja, die anderen sind deutlich günstiger. Wir nehmen das günstigste. So trifft man Entscheidung. So, 587. Es gibt auch nur 3 Pferde. Ich klicke hier 3 Stunden rum. Oh Mann. Aber das ist schon ziemlich scheiße, das Pferd. Und ich finde das auch nicht wirklich hübsch. Aber es ist noch jung. Was soll ich nur tun, Leute? Es hat gute Muckis. Hm. Ja, komm, wir nehmen das. Das wird dankbar sein, dass wir es genommen haben. Ja, ich möchte das Pferd kaufen. Ja. Bestätigen. Der Name des Pferds. Ja, wie nenne ich es denn? Ja, da habe ich mir jetzt gar keine Gedanken zugemacht. Ja, habt ihr einen guten Namen, Leute? Ach ja, ist ja kein Livestream hier. Ja. Ha, Beefy nenne ich es ja, ist doch klar. So, zack. Mein gutes neues Pferd. So, zurück. Nächstes Mal zum Zug ist das nicht schwer. Vom Gestüt aus musst du nur gerade ausreiten. Folge einfach den roten Schildern. Okay. Okay, ich muss erstmal gucken, was meine Aufgabe ist. Ja, ich will mal das Pferd jetzt ein bisschen austesten. Ja, das ist schon ziemlich zackig. Das ist nicht schlecht. Gutes Pferdchen ist das. Naja, gut. Ist gut. Bleib stehen. Dankeschön. Bleib stehen. Gut. Ab zum Gestüt.
Ja, ich talk nochmal zu Raphael oder auch nicht. Ich will die Zeit jetzt eben rumkriegen, damit ich speichern kann. Ab zum Gestüt. Bam, bam, bam. Siehst du, jetzt ist es auch schon spät. Jetzt können wir ins Bettchen. Schön. Ja, das war's dann auch erstmal wieder mit Videos. Macht doch Spaß so langsam das Spiel. So mit den Entscheidungen, das finde ich cool. Ja, ich bin wieder. Es ist schon sehr spät. Ich gehe schlafen. Geiles Ding. Klingelt jetzt wieder mein Handy. Heute Wettkampftag. Ja. Ist doch eigentlich egal, oder nicht? Ach so. Das sind halt Nebenaufgaben. Okay. Dann wär's das erstmal. Euer RDLB.